So, hallo, ich habe den jetzt mal abgeklemmt. Es sollte jetzt eigentlich ganz gut sein, also dass er nicht anknallt. Ich teste ihn auch gleich nochmal live vor der Kamera. Natürlich also nicht live, das seht ihr dann aber live aufnehmen, ja. Ich werde auch die Gehäuse tauschen, weil das Gehäuse ist ein bisschen undicht hier. Hier zieht die Luft ein bisschen. Nee, das ist es, ja. Hier zieht die Luft an der Seite ein bisschen raus. Und weil der hier eigentlich ganz gut läuft, doch, der knallt auch ein bisschen an, aber da ist eigentlich schon richtige Übersteuerung wieder vom Chassis zu hören schon. Deswegen kommt der hier rein, wird den immer hier rein zu tun, weil in dem Gehäuse spielt der normal. Mit dem Gehäuse drückt sich der Anrufer da so raus. Und ein Defekt ist er nicht, weil wenn ich ihn raushaue, schwingt der ja auch gleichmäßig. Dann liegt es daran, weil es vielleicht undicht ist, dass er dann zu viel Luft reinzieht oder so. Deswegen kommt der rein, dann passiert es nicht, weil der knallt ja an dem Moment, wo er zu weit hinterkommt. Also ist das Gehäuse für den besser, und das ist für den besser, aber da geht er nicht so weit vor. Da geht er ein bisschen mehr nach hinten. So, ja, testen wir jetzt mal. Lass mal den hier. Den schließe ich dann gleich mal an. Also auch an den, weil das ist angeschlossen gerade. Ich werde das erstmal wegtun und dann ich hole sie gleich dazu, ja. Weil wenn ich ihn so liegen lasse, ist hinten das Rohr zu für die Spulbelüftung und dann, ja, ist scheiße. Auch schon, ich hört es ja, es hat auch schon die Spule an. Bei dem Lied wird er auch kaum warm, nur wenn er im Gehäuse ist, weil er im Gehäuse kaum schwingen kann. Ich weiß auch gerade, ob man mich überhaupt noch hört.